Oh, hallo. Liebe Regie, könnt ihr mit mir sprechen oder mir irgendwas sagen? Oder sitzt noch einer bei euch? Oder hallo, herzlich willkommen. Was ist das heute für ein Tag? Colin ist noch nicht da. Der hat es irgendwie auch noch nicht ganz gecheckt. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Er hat gedacht, es geht um 11:45 los. Was geht hier, Chat? Ist Chat am Start? Max schreit mir gerade vom anderen Büro rüber. Du bist drauf. Wieso? Wieso ist hier keine Kommunikation? Was ist hier eigentlich los? Ist hier irgendwas ausgestellt? Liebe Regie, nick dreimal. Mein Fehler. Es ist Max' Fehler. Er hat irgendwas gemacht. Guck mal hier. Oh nein. Sag mal jetzt irgendwas, liebe. Ja, jetzt. Ohne Scheiß, jetzt höre ich dich. Entschuldigung. Ja, komm her. Entschuldige dich bei der Regie und bei den Zuschauern. Gestern während der NDR-Produktion war so ein mega. Keine Technik in den Studios, Alter. Tschüss. Da war so ein Geräusch und das keine hat. Technik berührt. So, nämlich. Paul, sag's ihm. Und ich denk auch schon hier, das ist aber Cold-Ass-Move von der Regie, mich einfach hier on air zu nehmen und dann nichts zu sagen. Alles in Ordnung, Leute, macht euch locker. Es ist früh am Morgen, ihr seht's, wir sind alle noch nicht so richtig wach. Max fummelt hier an der Technik rum. Ist es eigentlich noch der Cold-Opener? Ja, ne? Machen wir Knallhart-Opener. Knallhart durchgenommen, Opener meine ich. Alter. Nee, ist Let's Play. Let's Play. Das durchgenommen machen. Es ist ein Knallhart durchgenommen eigentlich. Bist du sicher? Ja, ist der also war doch bei Dings davor auch, wie hieß es, Blasphemous? Ja, ist korrekt. Ja, macht Knaller durchgenommen, komm, bisschen Druck. Alles klar, komm. Leute, was für ein Tag in den Start, oder? Unfassbar, was hier sich abspielt. Aber es ist auch in Ordnung. So muss das auch manchmal sein. Deshalb ist das live, ne? Guckt mal hier, Leute, Ernährungsumstellung. So sieht das nämlich aus, wenn man Salat zum Frühstück isst. Ich sag euch, das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Normalerweise habe ich ein halbes Hähnchen zum Frühstück gegessen und jetzt muss ich Salatblätter essen. Ich bin das Kaninchen, das ich früher immer gegessen habe. Ich kann ja schon mal sagen, was wir spielen. Ihr wisst es eh, es wurde ja schon eingeblendet. Wir haben uns nach langem Für und Wider haben wir uns tatsächlich für The Messenger entschieden. Warum haben wir uns für The Messenger entschieden? Ganz einfach, weil zum einen ganz viele von euch auch in die Comments geschrieben haben, dass sie sich das Spiel wünschen und dass das auch noch sehr cool wird. Übrigens, danke für die Spoiler. Und auf der anderen Seite hat es uns wirklich auch Spaß gemacht, es hat sich sehr gut gespielt und man hatte so das Gefühl, es geht so in diese Richtung, dass das einerseits Spaß macht, motiviert, aber vielleicht auch mal hier und da ein bisschen frustig werden kann, wo vielleicht auch mal das ein oder andere Pet fliegt. Und ich hoffe, ihr seid alle einverstanden mit dieser Entscheidung und wenn nicht, go fuck yourself. The Messenger Knall hat durchgenommen, wie heißt du? Das ist jetzt Pech für ihn. Dann, jawohl, komm. Nicht für den Gag. Wir machen es. Was haben wir gesagt das letzte Mal? Garbel? Wie haben wir uns genannt? Garbel ist doch eigentlich ganz schön. Garbel. Garbel, Lord Garbel. Dein Name ist Garbel, ganz sicher. Das ist jetzt dein Problem jetzt hier. Das stimmt ja nicht mit Garbel. Oh, ich weiß genau, wo ich dann wäre, antwortete der reiche Mann. Ich wäre ein Diener. Ende. Was? Ich verstehe nicht, was das mit meinem Abenteuer zu tun hat. Reicher Mann, das ist doch mein Stichwort. Hallo, Colin Gable! Oh, tut mir so leid. Alles gut. Den Anfang kennst du ja eh schon. Ich habe nochmal neu angefangen. Was? Ja. Okay. Das muss ja hier alles Sinn ergeben. Wir hätten ja noch später kommen können. Eigentlich schon. Geh doch noch mal. Ja. Wir sollten mal solche Spiele mit Pulsmesser spielen übrigens. Wenn man wirklich einen verlässlichen Pulsmesser hat, das wäre, glaube ich, sehr reizvoll. Wenn man sagt, der Puls darf nie über X gehen. Warum nicht? Weil ich habe gerade gespürt, so einen ganz leichten Druck habe ich gespürt. Aber das war jetzt noch nicht schlimm. Warum nicht mit Brotmesser? Alter Scherz. Köstlich. Hast du dafür einen Gagschreiber oder fällt dir das spontan ein? Ja, ich habe einen Gagschreiber. Mickey Beisenherz. Das sieht ein bisschen aus wie Orko wirklich. Ne? Jetzt fällt es mir erst ein. Ja. Von was auf sieben was? Ja, oder ein Java. Ich bin Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Der Bossgegner gehe in zwei. Ich bitte dich, sei auch dabei. Orko! Deine Zauberkraft hast du wohl. Wie heißt der Planet nochmal? Ich wollte hier gerade ansetzen zu einem fantastischen Masters of the Universe Hörspiel. Wenn du da keinen Bock drauf hast, sag das einfach nächstes nochmal, Mal. Sorry, ist gut. Colin, ich lese doch. Bitteschön, wenn du mir. Ich baue hier eine Humorbrücke und du stehst auf der anderen Seite des Tals und sagst, winke, ich drehe mich um. Aber bau doch die Humorbrücke. Nee, ist gut. So, lesen wir das. Dann spielen wir halt hier. Gut, machen wir halt ein Let's Play.
Ist jetzt aber jemand peinlich berührt. Nein, überhaupt nicht. Ich habe doch nur gelesen, was der zum Nekroman ja, schreibt. Ich hab's auch jetzt vergessen. Ich weiß nicht, wie ich den gleich besiegen soll. Ich hab gar nicht gehört, was du gesagt hast. Gut, aber dafür weißt du gleich, was ich tun soll. Das weiß ich nämlich nicht. Und ich habe auch keine Lust, nochmal zu fragen. Jetzt drücke ich schon die ganze Zeit die falschen Tasten. Ach, der spricht mit seinem Stab. Geil. Tue ich manchmal übrigens auch, wenn ich alleine bin. Ja. Wollen wir runter? Ja. Okay. Hätte ich jetzt aber. Ich höre nie wieder auf dich. Naja, das war ja auch. Du hättest es ohne mich vermutlich auch. Ich mach mal kurz. Nee, keine Sorge, ich will jetzt unser Vertrauensverhältnis hier auch nicht torpedieren, indem ich mir überlege, wie ich möglicherweise zu einer anderen Gelegenheit den Genuss des Joypads wieder an mich reißen würde durch so eine perfide Maßnahme. Ich höre schon fast wieder tot, aber das fühlt sich komplett aus. Guter Witz aus dem Chat von Fischwaage. Wie heißt die Frau von Herkules? Herkules? Ja! Teufel, hast du ihn schon mal gehört oder bist du wie so ein Comedy-Genie? Comedy-Genie. Sehr guter Gag. Frau Kulis, hast du schon mal gehört, ja? Kannte ich nicht. Danke, der war mir neu. Vielen Dank. Ich fand den Witz sehr gelungen. Tut mir leid, ich habe schon Schlechteres gehört. Unter anderem in diesen gemeinsamen Stunden, die wir. Ach, jetzt wissen. Nee, ich, also meine Witze. Nein, Gott, sorry, das hätte jetzt, war jetzt missverständlich von mir formuliert. Also. Da oben ist Energie. Ja. Kann ich eigentlich sagen? Benutze den Spruch nicht von der Lampe, Mensch. Benutze doch die Spielmechanik. Du musst halt die Lampe schlagen und spielen. Ah ja, das hast du jetzt auch. das war gut. Das war schön. So, okay, ich werde langsam ein bisschen hibbelig. Das heißt aber, es ist eigentlich ein gutes. Okay, Freunde, langsam sind wir da. Hast du gut gemacht, das war klasse. Der wird mich treffen. Ich wusste, dass der mich treffen will. Ja, ich wusste es. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass du dich eben sprengst. Aber gut, klar, alles klar. Ja, aber die Münze haben wir jetzt, oder nicht? Ich hatte mich gerade so gefreut, direkt zum Boss durchzulaufen. Das war die Schwimmattacke. Ja, ja, toll. Ja, ist schon so. Ich glaube, das soll man nicht können. Doch. Du immer mit deinen Prophezeiungen. Ja, ich weiß, aber in dem Fall, ich glaube, dass. Aber in dem Fall. Du hast es selber schon, ne? Ich hab was kurz gewackelt innerlich. Da ist doch ein Loch, in das du. Was? Das hat kein gekrisselt, das Loch. Oder ist das jetzt so ein Krisselloch? Das erkennt man hier nicht. So. Alter, Colin. Ein gekrissel ist ein Loch. Gehst du rein? Mach es doch. Das merken wir uns. Ja. Ist gekrissel an der Lücke, reißt dich da bald der Tod in Stücke. So. So alles klar, perfekte Eselsbrücke. Was war die erste nochmal? Irgendwas mit Doch und Loch. Und das andere mit. Aber das ist so wie Bier und Wein. Siehst du doppelt fein. Siehst du kein Gekrissel am Loch? Spring hinein, es lohnt sich doch. So. Kein Gekrissel in der Lücke, reißt dich bald der Tod in Stücke. So. Ja, sehr gut. Da sind sie. Und das ist unsere Eselsbrücke. So. Oh, ja. Passt. Das wäre jetzt auch ehrlich, wenn es nicht gepasst hätte, weil wir sind jetzt schon ganz schön weit. Hierfür sind doch jetzt eigentlich wirklich auch mal die. Kannst ins Wasser rein. So. Weil da kein Gekräusel an der Kante. Kein Gekräusel. Spring doch rein zu deiner Tante. Was war das? Was war das gerade? Weiß ich nicht. Dieser gut aussehende Cartoon-Charakter. Was war das gerade? Du musst es doch wissen. Wieso? Ja, ist doch dein Sender. Es wird dein Gesicht, das ist aber dein Name. Deswegen ja, ist das Missbrauch von eingetragenen Markenprodukten? Nee, ich bin hier angestellt am Sender. Was war das? Und alle Leute, die jetzt das Demand-Video gucken, fragen sich, wovon zur Hölle reden die Leute? Worum ging es denn da? Ich weiß es nicht. War das Werbung? Wenn es Werbung war, möchte ich auf jeden Fall finanziell beteiligt sein an dem, was dabei rauskommt. Aber die Leute sagen, es klang wie Colin. Können wir das hier nicht noch mal abfeuern? Jetzt, wenn du auf YouTube gehst und zurückspulst? Das haben wir doch schon mal gemacht. Sozusagen zurückspulen und uns anhören, was da gesagt wird. Ja. Wir gehen der Sache jetzt mal ganz kurz auf den Grund. Wir machen das hier wie bei Spaceballs. Roh.
Oh. Ach, du willst auf unsere Seite? Ja, ich verstehe. Ja, pass auf, wir haben ja einen Sender. Das war übrigens ein tolles Thumb da, ne? Von einem Löffelmessergäbel. Jetzt gehen wir nochmal auf. Danke, Anton. Jetzt gehen wir hier auf unseren Sender. Wir haben einen Sender. Das war ein du willst jetzt echt. Ey, ist wieder ist Inception Teil 2 hier gerade, ne? Mein Lieblingsmoment aus 5 Jahren Sendergeschichte ist der Zusammenschnitt von Colin Gäbel aus Beef Junior, und zwar die Highlights all seiner verbalen Ausbrüche, die das Wort F-I-C-K und hast du nicht gesehen, zusammenschmelzen lässt in einfach ein geniales Feuerwerk aus Brainfarts. Und wer seinem Wortschatz noch ein paar Worte hinzufügen möchte und bei der nächsten Ausrasterung am Zockabend glänzen will, der sollte sich das geben und fleißig mitschreiben. Komm, bin ich aber gespannt. Am Damm. Könnt ihr mal aufhören, immer Tipps zu geben, ihr kleinen. Das bist du doch. Unfairen Doofspieler. Hey, breit die Kacke, ihr Mann im Kackbär. Hol das Stöckchen, hol das Stöckchen. Fick die Rattenkacke. Fick die Kacke. Rattenkacke. Flachstelle. Puppe, Scheißhausen, Wichsanal. Oh, was ist denn die Fick die räudige Fickscheiße. Lacko, Mio, Fanto. Zweite Runde. Ja, okay, das müssen wir jetzt mal hier kurz ganz kurz pausieren. Das ist ja furchtbar. Was für solche mit wusste ich, also hätte ich das so gewusst, dass kenne, ne? Naja, dass ich mit so einem vulgären Menschen ja. Hier jetzt so. Mir ist in meinem Leben noch nie ein Ausdruck über die Lippen gekommen. Ich, nee. Die eiserne Disziplin. Über deine nicht. eiserne Disziplin hier vor der Kamera. Ja, ich, so kennt man mich. Deswegen ist ja auch Beef Junior für mich so, das ist so operieren vor der Kamera im Grenzbereich. Aber ich meine, wem sag ich das? Du, das ist ja, da steht das Junior davor. Ich stehe mit einem gestandenen Beef-Teilnehmer. Ich, Opfer wollte ich sagen, aber du kennst das ja, wie die Emotionen da mit einem durchgehen können. Ich bin ein, bist du nie ausgeführt? Ich bin ein Stein, ich bin noch nie. Ich krass. Bin, Emotionen, was ist das? Kannst ihn, glaube ich, auch schlagen mit dem Schwert, ne? Ja. Ah, nicht? Ich glaube, der ist komplett randomisiert. Ja, da oben in den. Gut, wir wissen jetzt gar nicht, ob, aber wir gehen einfach davon aus, dass er wird schon sterben, wenn er. Er wird schon. Oh, du Arsch, ja, da hast du ja, dich aber schön. Sogar, hast du eine kleine Pause gemacht, ne? Er blinkt schon. Nein, und ich schieße. Das auf den letzten Metern. Geh weg. Ja, in der Ecke bist du. Ja! Das komm, ist geil. Ein Schuss noch. Meinst du? Ja, der guck mal, wie schnell der blinkt. Wo bist du? Geil, wenn man auch sterben würde, wenn man oben rausfällt. Ja, ein Schuss noch. Jetzt kommen aber hier keine. Oh. So, ein Schuss noch. Ah, lecko. Jetzt ein Schuss noch. Yes! Da, sag ich doch, ein Schuss. Es gibt schon auch einen Sumpf, durch den man durch kann. Ja, ne? Aber ja. Wie soll man das. Wer sind da wieder die schwarzen. Wie war das nochmal? Sind da schwarze Sprenkel? Nee. Triffst du nie die Enkel? Nee. Sind. Nee, ich weiß nicht mehr. Wir hatten ja so eine wunderbare Eselsbrücke, die sich jetzt schon wieder als Wolfsoft und so, wenn du dich noch erinnerst. Erinnern. Wolfsoft? Klar. Alter, ich hab's gerade wie ein. Das habe ich gerade wirklich gemacht wie ein Pro-Gamer. Ah. Oh, oh. Das hab ich oh, oh. Ha. Okay, du hast noch einen, ne? Wunderbar. Gelaufen. Das. Ach! Okay, ja, Freunde, sorry, das war jetzt meine Schuld, aber ich habe ja wieder auf diesen Bildschirm geschaut und dieser Bildschirm verdeckt unten links. Deswegen gucke ich da auf den großen Bildschirm jetzt. Weil ich ist noch ein. Ach, was erzähle ich euch denn überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich komme noch ein Spiel. Nein! Ah, ja, ja, das ist hier tricky. It's tricky. Tricky, tricky, tricky. It's tricky to bla bla. Ich weiß ein nicht, Schlag wie ich. Let's go! Oh, und jetzt? Ja, da. Oh, Achtung, Schuss! Ich glaube, wir wären. Aber dann wärst du nicht mehr weggekommen. Wär ich nicht weggekommen, oder? Ja. So, und jetzt. Ja. Spring, Peitschenhieb, Pfeil. Oh, hast du gesehen, da oben? Ja, gut. Zipfelstachel. Ja, der wartet nur darauf, dir richtig schön oben die Kimme zu rasieren. Ja. Oh. So ein Bud Spencer-Synchron. Es ergibt keinen Sinn, aber man akzeptiert es einfach, ne? Wie hast du das denn eben gemacht? Ich peitsche jetzt einfach zweimal. Weil wenn ich springe. Wie? Oh. Wie? Ich hab's nicht, naja. Ich versteh's nicht. Das ist aber auch wirklich erbärmlich. Ja, aber was muss man denn tun? So, pass auf. Ja, Nils hat heute Geburtstag, das stimmt recht. Oh, herzlichen Glückwunsch, Nils. 40. Ich hoffe, du feierst schön.
Also, das meine ich jetzt wirklich. Das kam jetzt ein bisschen. Ich war nur so überrascht. Das kann's doch nicht sein. Eddie, das kann's doch nicht sein. Doch, das solche Spiele, da geht es immer schnell. Aber das kann nicht sein, dass du dich doch. Da. Du musst doch danach irgendwas machen können. Also. Das will ich ja noch akzeptieren, aber das. Was? Ein Selbstscroller. Es tut mir leid, meine Blase treibt mich aus dem Studio. Ja. Du kümmerst dich um deine Blase. Das war's mit The Messenger für heute. Peng, peng, peng. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da, lasst eine Glocke da, lasst Geld da, lasst euch da, lasst euch nicht hängen. Hab ich was vergessen, nee, was noch die Leute. Den Last da höchstens. Noch da lassen sollen. Ja. Gut, Ja, das war ein großer Spaß. Wir sind unfassbar weit gekommen. Ich würde sagen, wir sind im Endgame. Wahl dieses Spiels, ja, ist gut. Macht Spaß. Man kann ein bisschen plaudern, man kann ein bisschen zocken, man kann sich aufregen. Also alles drin, was wir von dem Spiel erwarten. Und es macht einfach Spaß. Ja, es macht Spaß. Das macht es. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ja, das war ja mal eine. Oh, guck dir das mal. Die Rutschscholle haben sie integriert. Mhm. Das hier. Ach, die kommt ja wieder. Nee. Das ist, als ob die Säule kotzt. Guck dir das hier an. Wie ein Tango-Adler nennt man das übrigens in der Fachsprache. Tango. Weil man tanzt mit sich selbst. Tango for one. Kannst du auch dich dran haxeln? Ja, pass auf. Ja, das ist hier, da ist nichts, ne? Nein, doch! Das ist so ein wildes Tastengedrücke. Was überhaupt nicht nötig ist. Wir wissen das. Da rechts willst du nicht gucken, oder was? Da ist doch nur Renault-Zoo. Ja, ist wieder nichts. Ne? Da ist nichts. Das ist, da kann man nicht. Die Lampe kannst du ruhig mal hauen, da jetzt wenigstens. Willst aber jetzt auch wirklich nur, dass ich sterbe, ne? Okay, ich spring jetzt hier, pass auf. Kannst du einfach von hier hauen? Alter! Du blöder Arsch! Ja, aber jetzt mal Entschuldigung. Tritt into Tod. So eine Lampe da hauen. Ja! Du kannst auch den Haken benutzen. Benutze den Haken. Ja, du hast recht, aber ich kann ihn noch. Wohin soll ich den Haken? Ja, von an da? Die Plattform zum Beispiel. Glaubst du, das geht nein, nicht? Nein, das geht nicht. Ich hab die Schnauze voll, ich war schon in Safety. Nur weil du blöd sagst, naja, aber mach doch die Lampe, Leistung du kannst sehen. Einfach die Lampe nicht schleiern. Ja, da ist sie doch. Ja, toll, für die drei Brocken hat sich's gelohnt. Ja. Wer den kenn ich nicht ehrt. Also Lebenszapfen. Mhm. Naja, aber es ehrt dich, dass du es versucht hast. Ich wollte, aber es war wieder der Fall, ich habe zu wild irgendwie irgendwas gedrückt. Zeig dir das kurz? Ja. Warte, ich schreib mir. Wunderbarer Fuchteltango. Oh, was ist denn hier? Gargoyle und seine. Hat Familientreffen hier angesetzt. Ist auch eine hässliche Fresse. Gut, da kann er ja auch nichts für. Aber für die Boshaftigkeit schon. Die hat er nämlich selber gewählt. Also, oh, jetzt man da nicht links noch weiter kann. Ja, man möchte, ne? Weil die müssen ja irgendwo herkommen, ne? Aber du da links lang fliegen? Aber das Problem ist, wenn du da nicht weiterkommst, bin ich tot. Dann fliegst du zurück und da unten und wenn du. Ob du das Bounce-Kissen erreichst. Da ist nämlich nichts zum Schlagbouncen nach oben. Aber. Nee, hol doch erst den nächsten Speicherpunkt. Nee. Willst du es jetzt wirklich probieren? Ja, klar. Die Gefahr, dass wir das. Scheiße! man wird aber auch nie belohnt! Wir werden nie erfahren, wie dieser Satz zu Ende ging. Die Gefahr, dass wir es. Scheiße! Ach, schön, das gefällt mir. Ach, Mann, ey. Alte Geschichte! Ja, komm, mach nochmal. Ja, danke. Das war doch echt scheiße. Ich wollte nämlich fliegen wie ein Puma. Ja, genau! Ja, komm, scheiß auf die Münzen jetzt. Nein! Hast recht, du willst sie auch nicht! Das hat mich voll gelohnt! Ja. Ich hab verstanden, aber nicht gut gemacht. Gut. Ja, dranbleiben. Alter, na, was machst du denn? Ja, tut mir leid! Alter. Naja, Alter, ich raste über aus. Das Ding und dann nach unten schlagen. Ja! Okay. Ja, Colin, geht das doch. Ist mit so einem, dieses Gefühl von Hektik, ist völlig überflüssig. Es wären nur ein paar Ding, ein paar Ding, ein paar Ding. Und ich mach das tick, 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 back, back, back. Tick, tick, back, 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 back. Tick, tick, back, 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 back. I'm a skateman. Tick, 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 back, 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 back.
Ja, wie, was? Die Lampe da lässt du jetzt, oder was? Guck mal, so kann man's machen. Die Lampe, ja, hab ich ja gesagt, unter dir das Ding. Jetzt plötzlich weißt du, jetzt ist jetzt auch ein bisschen... Es gibt nur einen Schlag nach unten. Oh, pass mal auf, jetzt. Tutorial-Style. Tutorial. Drückt einfach Sprung, schlagt die Lampe und haltet dabei Sprung gedrückt. Dann seid ihr im Dauerschwebemodus und werdet... Ihr müsst natürlich... Pro-Tipp. Nicht vergessen, das zweite Mal... Okay. Oder kriegt einfach links die Wand hoch. Ist egal, Hauptsache, ihr macht irgendwas. Hast du das gesehen in dem Moment? Jetzt, mach doch mal. Alter. Hättest du einfach rüberfloten. Ich bin hektisch hier. Das ist nichts für mich, das ist so ein Geduld, das ist... Oh, nee, ja, ja. Wie du gleich... Oh, du Arschgeburt, das ist super leicht. Es tut mir leid, ich muss mich entschuldigen bei euch allen. Nur nicht aber bei du dir. Du hast doch gesoffen heute vor Ellie. Ja, heute war auch schon wieder der erste Mittwoch des Monats. Wo kommt er jetzt dahin? Alter, du Arschgeburt, du kleiner Zauber. Ah, jetzt wird's aber ein bisschen. Ja, komm, Leute, hier gucken auch 18-Jährige. Ja, sorry, es tut mir leid. Don't try this at home. Das ist halt auch so eine Sache, die rutscht Paluten halt nicht einfach so raus. Muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Was meinst du? Ja, Arschgeburt zum Beispiel. Ja, aber gut, Arschgeburt ist doch was völlig Normales. Ist nicht, so ein ist nicht so ein schönes Wort. Ja, das ist doch eine allgemeine... Aber ich verfluche das fürs Universum und bezeichne niemanden als solches. Ja, komm, komm! Das ist ja nur Arschgeburt. Also, oder den er kann es vertragen hier, der Messenger. Er kann. Der hat schon Schlimmeres gehört. Vielleicht nutzen wir uns noch ein bisschen Energie rüber. Was, du willst doch das jetzt? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wir wollen das Siegel haben. Das mit einem Strich? Ja, klar. Du weißt doch, wie es ist. Den kannst du wegboxen, die anderen kannst du weghauen. Ja, man kann nicht nach oben schlagen. Wie soll ich nein, den denn? Nein, aber der hat einen leichten Aufwärtstreffer-Ding. So, siehst du? Und die musst du einfach nur weg. So, beide auf einen. Oh, guck mal. Und du hast noch genau Energie bekommen. So, und jetzt? Genau. Die Reichweite unterschätzt. Ja, ja, ich. Wäre eigentlich ein geiler Move gewesen. Ja. Ja, wenn's geklappt, klar, klar. Dann ist es, wie jetzt nicht, oder? Im Leben. Denk da auch, das ist Kotsprenkel, ne? Das Kot gleich tot. Hä? Wieso hat er sich daran nicht gehalten? War's halt eure Absprache, oder was? Ich würde es jetzt gerne mit dem Kommentar von dir selbst von vor 10 Minuten unterlegen. Nein! Vielleicht macht das ja irgendjemand und macht einen Re-Upload davon. Bist du nervös so ein bisschen? Hibbelig? Halt doch mal die Schnauze, Mann! Nee, ich wollte nur mal kurz so einen Thermometer reinhalten. So. Aha. Da hält er nämlich die Schnauze jetzt, der Gäbel. Das war ja genau das, was ich eben in meinem Tutorial erklärt hatte. Oh, da jetzt kurz ausruhen. Da kannst du nämlich hoch. Das ist alles nicht so schlimm. Ja, sehr gut gewartet, bis die Plattform richtig weit weg war. Perfektes Timing nennt man das. Komplett auch ohne Gegnereinwirkung. Das war dumm. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich hatte so große Träume. Da kann ich doch überhaupt nichts treffen. Was zappelst du denn so rum? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist die Vorfreude aufs Mittag. Bleib doch einfach stehen. Ja, bleib einfach. Oh Gott. Oh, geil. Oh, so einen Strahl hatte ich auch mal, als ich jung war. Ich konnte von hier bis zum Mond pissen. Da kommen wir doch auch so durch, oder? Nee. Alter. Ja, dann schick mir den Sia vorbei. Ja, nee. Ich hab den entsorgt. Ja, wie immer. Weißt du doch. Ja, da bei der Kiesgrube. Der war, wie der gespielt hat, ich glaube, der war auch drauf. Ganz ehrlich, der hat irgendwas... Irgendwas hat er genommen oder so. Also es ging überhaupt nicht. Und
Ja, schick den Sieger vorbei, ne? Ja, ist klar, cool. Pünktlich bevor die Colin! Sind wir schon wieder drauf? Hallo, Freunde! Ich habe auch gerade noch mal gesagt. Ich dachte, der Balken war noch so lang. Cool, dass du da bist, freut mich. Ich dachte, jetzt wird nicht verloren, ne? Ja, da geht weiter. Durch. Wow. Oh, Ficky Bär. Okay, Ficky Bär von Sondermühlen. Ja, das Problem ist, jetzt muss man es natürlich. Das wird schwer. Das wird schwer. Wow. Das war ein Pro, ne? Oh, da ist er, der Colin Gäbel. Ach, Scheiße. Scheiße. Ja. Komm. Er Gäbel. Fucky. Wenn es sein muss, Gäbel. Scheiße, es ging nicht. Er, Lecky Bärchen und seine Leckfreunde. Teufel, ey. Die Lecky Bärchen und seine Leckfreunde. Krieg ich dafür Applaus. Ich hab's doch nicht geschafft. Ja, ja, so macht man's nämlich. Lass dich nicht von Merlin, ihm sein. Oh, ah, ist so dumm! Das war schön. Das war ein Traum. Ein Träumsche. Ja, Mensch. In der Paniksituation, nimm doch den Haken. Du nimmst nie den Haken. Bremst doch. Warum bist du denn jetzt aufgefahren? Ja. Ja, hast vollkommen recht. Ja, weil ich den... Nee, einfach mal akzeptieren, dass das nicht gut war von dir. Das stimmt, das ist korrekt. Geh doch. Oh, das Mann, war nicht gut. Das ja, war ja. Wirklich nicht gut. Das war sogar... Jetzt bist du nämlich aus dem Rhythmus raus. Nein. Also bist du jetzt die nächste... Ich weiß, du hast es... Es war so geplant, ich verstehe. Das war aber wirklich. Ich merke doch, wie dir die Kippenhaare rasiert wurden. Waren wir hier schon? Du musst ja nur daran denken, hier den Haken zu benutzen bei diesem. Ja, woher soll man wissen, dass der Haken denn nicht geht? Du hast ja gar nicht erst versucht. Ich überlasse einfach, weißt du, ich überlasse der kosmischen Gerechtigkeit die Einschätzung dieser. Jetzt pass mal auf, wie ich das jetzt hier mache. Das ist nämlich genauso getimt, dass man. Der geht, ich war nur zu weit weg, sagt der Chat. Also, du hörst, es geht. Die Reichweite hat nicht gestimmt. So, ihr sagt, das geht. Hm, kann ich mich denn an den anderen? Ich werde da rausgeworfen, ich müsste doch nach rechts den Haken. Okay, das, ja, soll es gehen. Geht das doch. Soll du kannst gehen, einfach ja? Floaten und an den Haken. Na gut, dann machen wir das. Ist ja noch, hast ja noch Zeit. Okay. Da musst du es ja jetzt so machen. Warte. Aber ja, klar. Okay, es wird immer schlechter. Kennst du diesen Punkt, wo es immer schlechter wird? Bevor nein, kenne ich nicht. So. Sehr gut. Ja, hätte man auch einfacher lösen können. Nee! Doch, hätte man. Okay, durchatmen und daran denken, ein neuer Tag, ein neues Spiel. Gib nicht auf, weil verfehlt dein Ziel. Hui. Oh, stark, Colin. Oh, wow, ich bin beeindruckt. Ja, klar. Also, Schlagwerk. Nee, nee, springen, nee, zack, nee. Hoch. Springen, ja, ja. Floaten, Haken. Jetzt pass auf. Ich hab B und Y verwechselt. Warum denke ich denn, dass auf Y der Haken ist? Oh Gott. So gut und dann so dumm. Ja. Oh Mann, das sind diese typischen. Man spielt einmal die Woche ein Spiel und verinnerlicht es nicht so, wie man sollte. Dumm, um nicht zu sagen dämlich. Wo kommen die Sachen her? Der eine guckt einfach von oben. Okay. Da hat der Pixelgott aber es gut. Was hat er da? Das hast du nicht, man soll da nicht zurück. Doch. Jetzt stell dich mal nicht das so an. Das macht es uns wieder viel schwerer. Komm, mach noch mal. Jetzt haben wir den Salat. Das ist noch schwerer. Ja, jetzt haben wir es wirklich noch schwerer. Das war nie dafür ausgelegt, dass man zurückkommt. Aber solche Prognosen habe ich schon sehr häufig bei diesem Spiel gemacht. Und auch das. Da bist du safe. Du bist mal so ein Best-of-Cut von Prognosen, die sie, wenn man sie ausspricht, ja, sich als falsch erweisen haben. Sag mal.
Das kann doch nicht sein. Ja! Es ist zumindest da, wo wir vorhin immer gestorben sind. Ich habe mich blind verlassen auf die Striking. Ja, komm, nee, komm, komm. Das Wer in dem Raum stirbt, hat die zweite Chance nicht verwirkt. Stirbst du einen Raum doch später, sagt das Joypad, see you later. Oder? So, wie eine Eselbrücke. Ja, das finde ich gut. Das ist eine gute Regel. Siehst du? Und schon hast du gefordert. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott. Ja, gerade. Ich habe heute so viel schäbige Sachen von dir gesehen und dann schüttelst du da sowas wieder raus. War gut, ne? Das fand ich auch. Das war, fand ich nicht so schlecht. Ja, oh nein. Da ist es. Ey, einfach da cool bleiben. Nein! Ja, ja! Alter! Das war reines Glück gerade. Nee, 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 nee. Ja, ja, ich sag warum ja. Bin ich denn gerade gestorben? Siehst du, schon im ersten Raum ist vorbei noch nicht dein Traum. Und auch im zweiten darfst du noch am Pad bleiben. Aber warum? Erst ab dem dritten Raum sagt das Pad. Ich glaube kaum. Genau. Nein! Ein Müh im Glü. Scheiße. Du sagst es. Jetzt gehen die. Ja, Tauchbär! Nein! Oh, fuck! Das war aber gut. Oh, und jetzt Schlaggi, Schlaggi! Oh, Kletschibär. Kletschibär! Ja, ja. Oh, schneller. Ja, Schlaggi, 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 Schlaggi. Immer weiter Schlaggi. Nein, das ist... okay, okay. Ah, komm, mach mal. So. Ja. So, komm drauf, da haben wir schon. Ja, ja, warte, warte, warte. Das bringt ja nichts. Der macht ja immer zu dann. Da geht er down! Der war eigentlich easy. Ne? Der war eigentlich sehr easy. Ich weiß gar nicht, warum wir letztes Mal so lange gestruggelt haben damit. So, der Arschkönig ist gefallen. Ich würde sagen, nächste Woche mit einem neuen Spiel. Sehr gut, du weißt, wo der B-Knopf zu finden ist. Urselplattform. Urselplattform. Urselstink. Stampf. Du. Zack. Zack. Geil. Als ob du dir vorher Let's Play Videos angeguckt hättest. Ich bin das Let's Play Video. Oh. Oh, guck mal, da ist Schildkröten-Johnny. Der hat aber auch Angst, ne? Ja, zu Recht, ne? Oh, das sind Löcher! Nein, ich bin stehen geblieben! Nein, 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 nein! Oh, da war ein Loch! Ach, das war dumm. Zeit, Platz, gut. Ausgezeichnet. Man dachte, es sei vorbei, aber nein, es geht noch weiter. Das ist jetzt fies. Oh, das ist fies. Oh. Das war fies. Ja. Das war so ein bisschen. Da muss es perfekt laufen, sonst läuft es nicht perfekt. Der Kek hier ist auch unten durch. Ah, das war dumm. Oh, Mann. Das guck ich auch. Das ist doch scheiße. Ey. Erbärmlich. Oh, nein. Warum gucke ich denn nach oben und nicht nach unten? Ich bin doch in der Großstadt aufgewachsen, da guckst du nur auf den Boden. Guck auf den Boden. Auf Kack, nach Kackhäufchen und ob da vielleicht noch irgendwas ist, was man mitnehmen möchte. Ausgezeichnet, ey, du holst ihn gleich einen noch, ja. Verfickte Ficke! Ja, das ist, du wolltest Schwebemann machen, ne? Und Schwebemann nach unten nur schlagen kann. Schwebst du nicht, dann geht der Stich nach vorn. Und du hast nicht verloren. So, was kam jetzt? So, bam, ah, bam, nein, bam, 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 ah, bam. Ah, nein, nein, nein! Ich muss gleich, okay, ich hab den Finger schon auf B. Ja, das... Ach, Schatz, Bärchen! Das hat mich auch dumm, schon... Dumm, 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 dumm! Leckmichel! Da darf man nicht segeln, nee, da darf man nee, nicht, du, bei dem darf man so, nicht segeln! Du hast immer diesen Segelfinger. Den Segelfinger am Kolben. Das ist einfach nicht gut. Du musst doch mal diese kleinen, kurzen Tipps. So, hier, zack, zack.
Gar nicht den Segelfinger. So, hier, das war richtig. Ja, ja, jetzt kommt gleich der Mr. Nicht-Säbelfinger. Hier, kleiner Tipp, ja. Und jetzt hier nicht segeln. Ja. Stimmt, es war doch schwerer. Du musst den mit Dings machen, mit dem Haken. Oh, den habe ich auch noch. Ich vergesse immer diesen Haken. Ich vergesse immer den Haken, mit, ey. Mit Ankündigung. Ja. Das ist so. So ist es nämlich von den. Du hast gerade den Cool-Schalter aktiviert, ne? Ah, okay, ist wieder ausgegangen. Ah. Sehr gut. Und er weiß nicht, was kommt, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist gleich vorbei. Ja, top gemacht, top gemacht. Sehr gut. Top gemacht. Ja, ja, ja. Na komm, das war schon gut. Na komm, du musst auch mal was annehmen können. Ist das so? Ach, Käckchen, das war ich zu stolz auf mich selbst gerade. Käckchen. Hast du Käckchen gemacht? Hast du Käckchen gemacht? Feines Käckchen hast du gemacht. Pisselchen und Käckchen. Käckchen. Das ist schön, Käckchen, das gefällt mir. Ich muss mal schön Käckchen machen. Ach, jetzt macht er so ein Ding hier doch. So, so erstmal drüben in der Redaktion zu etablieren. Ja. Ach, da hinten brauchst du jetzt auch nicht. Oh! Okay, ist das. Was kommt, mit dem man nicht rechnet? Ja. Aber du müsstest doch, wenn du ihn normal schlägst, auch seinen Körper, einen Sprung machen können, oder? Weißt du, wie ich meine? Also, dass man zumindest in der Luft bleibt. Weißt du, wie ich meine? Das ist auch so ein Transspruch, ne? Weißt du, wie ich meine? Ich hab das total von Transspruch. Ich finde, das ist halt so. Ja, ja, okay, dann kommt es ja fast aufs Gleiche raus. Ich meine. Ja, genau, Schröcki sagt das auch immer, ne? Schröcki. Schröcki? Erst Köckchen. Hat Käckchen. Schröcki, Schröcki, hallo. Schröcki hat ein schönes, feines Käckchen gemacht, der Schröcki-Bär. Hat der Schröcki wieder ein feines Käckchen gemacht. Ach, Mann. Ach ja. Sehr gut. Jetzt bitte mach ihn tot. Mach ihn tot? Bitte mach ihn tot. Ich hab keine Lust, da nochmal ran zu müssen. Bitte. Oh Gott, er blinkt so schnell. Das ist, als ob du in die Werkstatt musst. Weil irgendwas kaputt ist. Bitte. Ich will nicht. Ja, schlag ihn. Oder auch nicht. Ja, nein. Ich will einfach nur nicht noch. Yes! Endlich. Boah, ja, Boss Slayer hier. Hat er gut gemacht. Fledermann ist da. Rocksteady. Oh, hätte aber auch, glaube ich, einer gereicht. Ernsthaft, das ist dein Kritikpunkt. Nee, ich hätte noch diverse andere gehabt, aber das war für mich der. Ja, seit wann bist du schlagfertig? Ich habe mal in der Küche gearbeitet, als Sahne. Boah. Okay, der war. Aber so schlecht war er auch nicht. Diese Entschlossenheit. Die Zunge, die arbeitet wild. Die Zähne, die malen. Alles nur für diesen. Hä? Nein, du hast Spicy Boy ins Auge erfreut. Ja, zu gierig. War aber schön bis dahin. So. Das war aber echt schön bis dahin. Das war mein Mark Forster-Blick übrigens. Warte, ich mache euch einmal den Mark Forster heute. Ach, dumm. Willst du nochmal oder darf ich nochmal? Das war der Mark Forster-Blick? Ach, dieser, ich bin gut gelaunt, hab ein neues Album, bitte kauft es, Blick. Also nicht, dass ich sie kennen würde, aber. Alter, du kommst doch genauso getimed, gerollt wie so eine Rolltime. Mann. So, jetzt einfach nach oben ballern. Nach oben ballern! Ja. So, einfach jetzt schnell, die Federmaus schnell, mit. Die musst du halt mitnehmen, die Federmaus. Nein, die gehen mir auf den Sack. Die ist gleich schon. Rechts rüber. Ja. Da hoch. Hoch. Durch einfach, ja. Durch, nicht rumtaktieren da. Zu. Ja, Leko! Ja, dann spring halt hoch! Ja, mach ich doch. Hoch, hoch. Wir wollen hoch. Was geht denn, Alter? So, jetzt pass auf hier. So, hier nicht an der Zahnkante hängen bleiben. Und diese Fledermaus, die bleibt mir bis zum Ende. Komm, hier, komm. Ich wollte, ich hatte, das wäre ein spannenderer, aber es war nicht so spannend. Ich hätte natürlich den Einstein auch schon weggehauen. Ne? Ja, ja. Ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war einfach das Züngeln an der Waage. Was? Leute, hier sind eure zwei Fitnessfreunde, Colin und Etienne. Wir machen heute ein kleines Knall durchgenommen, Leute. Wir haben letztes Mal den Endboss besiegt, das Spiel durchgespielt und stellt sich raus,
Ja, wir haben das Spiel nicht durchgespielt. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's erst richtig ab. Sagen zumindest die Kommentare unter diversen Videos. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Jetzt bei Knallhart durchgenommen. Dachte nicht, dass er das ganz nach oben fährt. Ich habe echt gedacht, dass er nicht ganz sauber fährt. Das ist auf jeden Fall in den Top 3 der dümmsten Tode, die wir hier haben. Ja, ich hätte gedacht, ich wollte Zeit sparen. Das war ja wirklich mit Ansage. Ja, es stimmt. Diese dummen Skelette, Alter. Ja. Also, du meinst, wir sollten. Jetzt oben, dann landen, oben links. Da ging's doch noch weiter. Also, nochmal, du musst switch jetzt. Halt, stopp. Moment. Also, genau, Bein, pass auf, du gehst jetzt da. Mach das jetzt. Das ist ja die Kasse. Jetzt gehst du oben her. Nicht durch die. Du machst mich völlig wahnsinnig. Oben zurück. Was heißt denn oben her? Ich zeig's dir, was ich meine. Oben her. Oben her. Oben her. Also erstmal heißt es oben lang und nicht oben her. Oh, den Konflikt haben wir schon lange, ne? Ja, aber das ist auch so. Du gehst irgendwo lang und du kommst irgendwo her. Ja, du bist ja nicht besonders weit gekommen, zumindest gerade. So, guck mal hier. Ach, da. Das meine ich. Da lang also. Ja, genau, hierher. Das Schlimme ist, dass das einer der wenigen Fälle ist, in denen du recht hast. Das ist so gelogen. Ich habe so oft recht. Das hast du nicht recht. Ich habe so oft recht. Du hast nur so oft Schwierigkeiten, damit das zuzugeben. Das ist nicht korrekt. Auch das ist wieder korrekt. Nee, so billig kriegst du mich nicht. Aber es ist auch wirklich, ganz ehrlich, ist der Fluch in meinem Leben, dass die Leute aufgrund meiner sympathischen Aura immer Kontra einnehmen wollen, obwohl ich recht habe. Apropos Kontra. Ich habe eigentlich fast immer recht. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ja, krass, ne? Ja, das weiß ich nicht. Krass. Ich glaube, es ist ein Talent. Das hatten wir eben noch nicht. Ne? Siehst du ja Karte, oh, da ist nichts drunter, jetzt schon. Mhm. Wir können noch mal zurückswitchen, um den Beweis. Der geht gar nicht. Man muss ja durchlaufen halt. Ja. Ne? Aha. Mhm. So. Okay, also war nicht. Mit welchem Selbstbewusstsein du gerade in den Tod gestürzt bist. Aber du hast auch gedacht. Ich hab's auch gedacht. Okay, gut. Lass mich meine Strategie nochmal überdenken. Ah, ist das geil. Aber das wäre doch eigentlich, also das ist doch gemein gewesen. Ah, ist das geil, ey. Schäbig. Ey, der Gedanke war so korrekt. Das war, du bist verarscht vom Game Design. Ja, aber was soll das denn dann? Oh. Nee. Ja, hättest du auch gemacht, ne? Aber jetzt muss ich links weitergehen. Ja. Alter Leckficker! Arschmagenprinz! Meine Güte, du blödes Lochmaul! Er ist der Leckficker. Er ist der Leckficker. Kein scheiß Mann. Jeder weiß, Mann. Hier kommt der Leckficker. Aber ich habe da oben einen Safe-Punkt, das ist schon mal gut. Aber du musst wieder das Dimensionstor aktivieren. Ja. Alter Arschgeburt. Ey. Ach Mensch. Egal, das ist scheißegal heute. Heute ist mir alles scheißegal. Scheißegal. Ist es mir. Der Müll bringt sich von selber raus. Schatz, macht sauber das Haus. Ich schwebe wie ein König in der Luft. Kriege das Siegel und Energie und Schuft. Ja, du bist. Heute ist mir alles scheißegal. Heute scheißegal. Scheißegal. Heute putze ich auch das Auto. Obwohl es nicht mal schmutzig ist. Obwohl es nicht. Obwohl du heute dran bist. Achtung, Eiszapfen von oben. Und Arschgeburt von links. Nein. Tja. Mann, hast du eine Sahne, ey. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich freue mich für dich. Ich glaube, wollte es gerade sagen, weil du glaubst, du abgezuttelt gewesen wärst.
Ach komm, rechts. Geh doch rechts. Ja, rechts. Und dann runter. Geh zum Safe-Punkt jetzt noch. Oh Gott, nimmt er den Treffer noch mit, der Trottel. Da war, warte mal. Runter! Ich will aber hier runter. Nein, da ist Todeszone. Zwei Treffer noch. Und links war nix. Mann! Wo soll ich hingehen? Nach runter! Unten? Hier aber durchschweben? Na, weiß ich nicht, aber nach unten halt. Oh nein, nein, nein. Oh, alles da gut. Rechts ist der Safe-Punkt, du Trottel. Oh, da ist der Safe-Punkt. Ist aber ärgerlich, dann haben wir den nicht. Nee, da kommst du nicht mehr. Pech gehabt. Oh, musst du gleich retten. Oh mein Gott. Guck mal, ich habe eins zurückgeholt. Wie gewonnen, so bekommen. Da rechts. Du bist so ein Leckbärchen, komm, wirklich. Ich wusste komm, mach weiter, Jörg. Du bist jetzt Captain Skillmichel ist am Start. Gott, ey. Du mit deiner sehr strategisch und skillbasierten Spielweise wirst du es ganz schnell das wieder. Shit! Ja, mach ruhig nochmal. Mach euch nochmal, das tränkt mir gar nicht so gut. Also das ist einfach, weil ich jetzt so außer mir bin, dass du kurz vor meinem Safe, weil du nie hörst auf mich. Selbstverständlich. Das ist genau das, was ich meinte. Ich weiß, dass ich recht habe und einfach, auch, um zu zeigen, dass du ja gar nicht auf niemanden hörst, machst du das Gegenteil. Ja. Ultimativ ist das unsouverän. So. Jetzt komm weiter hier. Hol dir mal am besten. Ich will jetzt an deiner Stelle. Ja. Ich doch, Colin. So, das Joypad und sein Meister sind wieder vereint. Wir machen weiter hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Interessiert mich nicht. Nehme ich mit, weil ich nehm's. Brauchen wir nicht hier einfach schnell durchrushen. Quasi wie so ein Live-Tutorial, was wir hier gerade zusammen machen, ne? So, Eisplattform, nicht lang zögern. Einfach. Jetzt hat er's. Nee. Alte Leckigatze! Ja, was war denn das? Warum denn nochmal? Was war denn da dumm nochmal? Kann es sein, dass wir da überhaupt. Warum gehen wir überhaupt diesen komplizierten Weg? So, jetzt denk dran. Jetzt kommt gleich der Sprung. Hätte ich doch nur. Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich steh nicht! Ich raste aus! Ich will nicht mehr! Okay, da kann man da nichts tun. Keine Energie. Es könnte so sein, dass. Oh, der Ball! Warum? Oh, der Ball! Ich dachte, einer von den drei Zeitkapseln hätte Energie für mich. Ich hab den Ball. Warum nimmst du denn nichts? Das ist nicht mehr. Oh, Lecky! Leckig! Schrei mich doch nicht so. Mann! Schubert! Oder leider der sich so einfach mit. Huiuiui! Ich ratze gleich total aus! Ich schlag alles kaputt! Was machst du da? Ich weiß nicht mal, wo ich hin will. Nach oben! Zum Siegel! Wie bist du denn nochmal so nicht? Ja, von oben! Nein, Mann, du bist. Nein! Ich hab so eine Sauerstoffunterversorgung im Hirn! Ja. So! Jetzt einfach das machen! Bäm! Mann! Was war das denn? Ich war komplett, stand ich neben mir! Was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. So! Wo? Links runter! Nein! Okay, was links? Aber. Okay, wo? Links runter und den Haken! So. Weil er dir noch nichts gebracht, der Haken. Oh Gott, Alter. Also für mich als Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland ist es hier kaum zu ertragen, ja, was du hier ablieferst. Komm, mach mal. Ach, wenn ich das sehe, dieses ein Leben noch da. Ja, Haken, Haken, du hast ihn doch, den Haken. Da bringt's auch nichts hin, auf die Map zu springen. So, komm, mach's jetzt nochmal und denk an den Haken. Ja, ich denke jetzt an den Haken.
So, hat sich der Doppelschuss schon gerade rendiert. Rendiert. Ich kann doch auch nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen, die Scheiße. Ich will auch jetzt einen Bossgegner oder ein paar Noten oder irgendwie so was Schönes, aber nicht die ganze Zeit nur eine Qual. Was ist das Filmschicht auch da gerade? Ah, so endlich. Letzten Moment noch. Jetzt, pass auf. Hopp, Haken. Hopp, Haken. Hopp, 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 Haken, hopp, hopp, hopp. Alter, du machst mich wahnsinnig. Du hättest auch meine Haken-Hopp-Kommandos hören müssen. Dann wär's ganz einfach. Mach nochmal. Ey, kannst du es jetzt, geht's vielleicht auch ohne Hopphaken? Ich meine, mach du ihn in deinem Rhythmus ohne den Hopphaken. Alter. Aber wenn du es genauso gemacht hättest. Sei bitte ruhig jetzt. Gut. Du bist gar keine Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich bin kontraproduktiv für deine Konzentration. Die Dinger sind so viel nerviger, als sie aussehen. Ja, Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotzbruder sind das. Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotz. Ist doch so. Wenn das eine Zeichentrickserie auf Netflix wäre, ich würde da durchaus mal reinschalten. Captain Sackmichel und sein schlecht gelaunter Kotzbruder. Oder es könnte unser Hörspiel heißen. Ja, stimmt. Ich bin auch gerne Captain Sackmichel. Ach du Pissbärchen! Wir sind gerade umgezogen und haben so Interimsbüroplätze. Strahlte mir die Sonne durchs Fenster so in die Fresse, dass ich nichts sehen konnte. Ah! Und weißt du, was dann passiert ist? Und das ist denke ich mir nicht aus. Die Sonne strahlte mir ins Gesicht. Und ich reflexartig, ja, wie so ein Vampir, bin ich aufgeschreckt und mit dem Knie unterhalb der Tischkante an so ein Gerüststück gekommen. Und es hat unfassbar wehgetan. Und dann bin ich ausgeflippt. Oh, stark, da ist er doch. Ja, das doch. Ja, alles gut. Jetzt einfach nur rüber und an die Wand haken dann. An die rechte natürlich. Wie dumm. Das bist du da. An die rechte, da war keine rechte Wand. Da, auf der anderen Seite. Ja, Sonnentango. Das ist einfach mega dumm, Alter. Mach du das. Das war richtig scheiße. Pass mal auf. Oh mein Gott, war das dumm. Ich hebe mein Lachen für jetzt auf. Na komm, jetzt zack hoch, schneller. Von 10 Möglichkeiten die Variante gewählt, die richtig beschissen. Komm, du jetzt. Ja, pass auf. Pass auf, jetzt will ich sehen, wie du da einfach eben rüber. Hä, wieso bleibt der da nicht dran hängen? Moment. Komm, geh mal. Warum bleibt der da nicht hängen? Ja, weil du da irgendwas Dummes gemacht hast. Moment, warum bleibt der da nicht hängen? Ich weiß nicht, in dieser Sprache spreche ich nicht. Sorry, ich spreche nicht fließend scheiße. Ich spreche nicht No Skill. Oh! Ey, apropos No. Ich wird immer schlechter bei dir. Das gibt's doch nicht. Jetzt oben an die Wand. Du hast einfach drüber direkt, ne? Ja, ich muss den Moment abpassen. Ja, aber spannend. Der Rhythmus. Gibt's da schon einen Termin für? Der Rhythmus stimmt nicht von. Aber jetzt, ja, gerade. Nee, jetzt kommt der. Pass auf, siehst du, deshalb stirbst du und ich schaff's. Du bist nicht mal mehr zu sehen. Und jetzt hat es wieder volle Energie. Was passiert, wenn du nach unten durchspringst oder wann der Teufelskreis? Da kamen wir her. Siehst du deine Orientierung? Nein, aber das war doch. Meinst du, wir werden in den Raum wieder zurück? Das sind doch Todeszapfen, du kannst da nicht drüber. Alter. Was machst du? Du wolltest hier gucken. Hier runter meinst du? Ja. Okay. Du dummer Spacko, ey. Moment. Jetzt wissen wir. Jetzt, ja. Okay. Ja, du darfst nochmal. Ist okay. Aber. Er hat es halt. Sag mal! Ja? Er hat es halt mit jetzt so einem. Ich bin schon wieder im Agroland! Ja, meine Satansnudel! Reiß doch aus! Lecco mio! Ich glaube, du kannst aber jetzt auch nicht sprechen und zocken. Nee, nicht sowas. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch einfach Programmer. Weißt du, was ich jetzt mache? Wow. Problem 1 gebannt. Hm. So, jetzt kommt Captain Skeletti-Bus. Problem 2 und 3. Sind alle wieder da! Was ist mit meiner Geduld? Weil wir heute nicht unseren normalen Slot haben. Ich habe mich da geistig nicht drauf eingestellt. Ach, das ist ja. Jetzt habe ich es verstanden. Der Wasserfall zieht einen runter. So. So. Altes Gesicht! Mann! Arschgeleckte Maulsau.
leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Warum in die Comments schreiben? So, jetzt. Naja, oh, no, do it. Do it. Do it. Legi. Das ist nur, weil du geschrien hast. Das ist nur, weil du gesagt hast, do it, do it, do it. Ich war mein innere Taktgefühl war noch nicht bei do it angelangt. Arschloch. Also ist es auch nicht ich schuld. Oh, das merke ich mir. Raus ist, Mail ist raus. Mail ist raus und wir sind drin. Wir sind in 8-Bit-Zeit, das ist nicht schlimm, denn wir haben jetzt gleich die Gabe des Sehens. Wir müssen nur noch fragen, dann werden wir es verstehen. Dazu musst du jetzt mal in das Spiel gehen und weiter drücken. Oh jen! Oh jen, was? Oh, okay, das ist schon mal gut. Rechts, runter. Jetzt, ich sag wieder hoch. Ich sag hoch. Hoch? Ja, links, 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 links. Links hoch. Da, ja. Da hoch, da hoch. Da, da hoch. Ganz hoch. Ja, hoch! Nein, ah, cool, falsch. Cool, ja, war falsch, aber warum versteht. Du wir musst nach nicht weiter unten hoch. Tauchen müssen. Ich muss trotzdem. Du musst nicht wieder hoch. Du kannst das Labyrinth neu starten. So. Ach, nein, ich weiß doch, dass ich es neu starten kann. Ich will nur die letzten Zweifel beseitigen. Es gab keinen Zweifel. Die Spielmechanik ist eindeutig. Einige. So, also. Wie war das mit Etienne? Du hast recht. Links oben. Ja, du hast mich doch da hochgescheucht. Und wie kann man davon recht haben? Ja, man kann ja nicht wissen, welcher Weg der richtige ist. Ja, ob das der falsche ist, das kann ich dir genau sagen. Soll ich mal. Ach komm, ich glaube, hier sind wir noch nicht hergeschwommen. Lang geschwommen, meinst du? Aber vielleicht sind wir da hergekommen. Ja. Anstatt einfach immer mal weiter zu. Nee, ich will einfach ein Premium-Content. Aber was ganz geil Mano! Ist. Hallo! Ich habe am Wochenende wieder mal zum zweiten Mal. Was hast du zum zweiten Mal? Sehr schön. Ja, ich. Easy. Fucky Ficker. Hallo? Das kann nicht so schwer sein. Wenn du schon zum Shooter. Ja, aber diese muss. Kleine Kant-Cinderella da, diese. Waldemar Wix-Kuh von. Jetzt immer noch von Totoro? Dieses. Ich höre nur Kant-Cinderella. Ach, Ficky Bär. Hey, ich sag doch, die Captain Krabbe ist einfach hier das Todesmonster in diesem Level. Und Captain Ungeduld ist natürlich so der. Oh, ist das mies. Das Navi. Okay, gut, sehr gut. Ich habe verkehrte Steuerung. Wenn ich. Oh! In dem Moment hat's aufgehört! In dem Moment hat die Steuerung aufgehört. Wunderschön. Oh, ist das gemein, ey. Oh, ist das. Nein. Es liegt aber auf der Zunge. Was war das für eine dumme? Und dann, ach so. Oh, ist das gemein gewesen. Schön. Schön. Das war ja mies. Das war geil, ja. Für den Urlaub. Ich neige eher dazu, keine. Oh, das Gleiche. Genau das Gleiche. Ah, Lecky fand hoch. Leckbärchen kackt mich in den Arschgeburt! Ja! Das ist wieder alles ins Rage. Da ist der Rage und ja, Sound ist er. Da ist, guck mal hier. Alter. Jetzt, du. Ja. Geh doch einfach wie so ein fliegender Tango-Mönch. Oh, der Befall, lass los, mach! Was tut der? Was macht? Ich will einfach nur runterfallen, wenn du einfach nur. Hui, hui! Ich will einfach nur runterfallen! Ich will einfach nur runterfallen, bist. Gefangen im Turbo-Modus. Das ist auch ein guter Name für deine Biografie, oder? Gefangen im Turbo-Modus finde ich super. Oder Vollspeed auf der Überholspur. Ja. Gefangen im Turbo-Modus, der Nachfolger von Vollspeed auf der Überholspur. Aus dem Leben des Etienne G. Wahre Geschichten, die auch wirklich wahr sind. Wahre Geschichten, die nie so passiert sind. Ach, weil ich so gierig bin. Nein, du kriegst mir nicht. Mir geht's so gut, weil ich so gierig bin. Weil ich gierig bin. Komm doch immer, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich so gierig bin, weil ich so gierig bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso. Weil ich ja sowieso gewinne. Du bist ja schon im Laser-Wunderland hier. Ja, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Laser-Wunderland. Du warst doch bestimmt auch so ein Pur-Fan, oder? Ja, klar. Nee? Also, dass ich.
Keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einordnen. Wer hört denn Pur? Viele. Und was ist so mit Marius Müller-Westernhagen? Überhaupt. Und Herbert Grönemeyer? Der ist ja doch der Beste von mir. Aber gehört er da mit rein? In diese Kategorisierung? Ja. Mann, oh, du! Das hört sich schon mal nach ihm an, auf jeden Fall, du. Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Ne Schmerz! Das ist, muss man auch sagen. So eine, oder warte, geht's da rein in den Raum? Nein, das wäre. Und ich mag den Schmerz! So eine leidliche. Marius Müller, Quatsch. Grönemeyer-Dings, die glaub, hat auch jeder drauf, glaubt. Na, ne? Aber nicht cool. Ich mag, ja, ich sag ja deswegen, Betonung lag auf leidlich. Und ich mag den Schmerz! Nee, das ist wirklich ganz schlecht. Ich kann den Song nicht machen. Ich mag den Schmerz. Nee. Ich mag den Schmerz! Und ich mag den Schmerz! Ich konnte mal einen Udo Lindenberg ganz gut, aber kann ich nicht mehr. Vom Fusiers. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Der schon. Das klang wie so ein Falco-Beat. Das finde ich ja ein bisschen uncool, jetzt, wie das hier so dasteht. Oh, okay. Das ist schon lange nicht mehr. Ja, da kannst du ein bisschen reifen lassen. Halt, kann man noch ein bisschen üben. Ich bin so schlecht. Und das Einzige, was ich kann, ist dir die Halle forten. Da kann ich mich aber auch. Ich habe mir aber jetzt hier. Also, Didi. Die sind aber. Was ist das noch für eine mit? Flasche Pommes? Also eine Flasche oder was? Also ich hab ihn. Den kennen die Kids gar nicht mehr. Scheiße, auch. Ich hab Hunger, was gehen wir denn gleich essen? Was? Isst du noch so wie früher? Ja! Was? Was war die Frage? Esse ich noch für vier? Oh. Das ist aber auch leckig. Leckenberg. Das ist scheiße. Was war die Frage? Stell mir diese Frage nochmal. Was du essen wolltest. Ich hab, weiß ich nicht. Sag, gib zu, dass es richtig scheiße ist. Ja, aber ich war ja kurz vom Ziel. Ja, aber es ist reines Glück. Sonst würdest du es ja jetzt wieder schaffen. Ja! Das, so das war kein Glück, es war. Ja, weil es dumm ist, weil er halt nur nach unten schlägt, wenn er schwebt. Wo du den Speicherpunkt eingebrockt hast. Du kannst es mal mit der Kette versuchen. Nee, da war ich doch schon. Komm. Ich war an der Kette doch schon. Ich. Ich mach das jetzt. Guck mal hier. Kette. Kette. Ja, komm weiter. Kette, Kette, Kette. Ja, der hat mich halt berührt. Da ging nichts mehr. Ja, jetzt mach ich. Seitdem du mich berührt hast, bin ich ein Mann. Vorher war ich ein Junge. Doch jetzt schau mich mal an. Mit Muskeln und mit Bartwuchs. Und ja, noch nicht 14 Jahre. Das ist eine dumme Scheiße. Deine Liebe ist für mich so wunderbar. Das war der oder an Onkel Gernot. Das war richtig gut. Deftig, aber gut. Toll. Jetzt? Ich weiß, ich habe gerade den Text vom Gedicht schon wieder vergessen gerade. Das ist so dumm. Was willst du da machen? Das war mit meine beste Kreativleistung heute. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ja, das würdest du mich genauso begeistert sein wie ich, das habe ich schon gemerkt. Jetzt yes, Ketten! Ja, Mann, Ketten. weil er nicht. Du darfst doch nicht hier unter ihm die Kette ins Nichts. Wenn du die Angelrute ins Weltall hältst, beißt auch kein Fisch an. Das war auch was dein Großvater gesagt hatte. Hier geht es alles noch. So. So, und jetzt, da war ich ja schon. Jetzt, Bengel! 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 Oh, so, mega easy eigentlich. Oh, komm. Natürlich könnt ihr immer damit argumentieren, ja, wenn man so scheiße ist wie ihr, ist auch alles. Ach komm, in immer dieses blöde, verfickte Dreckslaken, was er sich über die Fresse aber reißt. Auf der anderen Seite. Mann, ja, ey, ich hab gerade keinen so Bock mehr. Warum? Du bist dran. Nee, du bist dran. Nee, du bist dran. Ich hab's echt diese Ungeduld, die jetzt wieder bei mir einschlägt. Mann, ja, nimm das Scheißding, ich hab keinen Bock. Ich bin einfach zu hektisch zwischen diesen. Ja, du musst die innere Ruhe jetzt auch mal finden. Es ist nur ein Videospiel. Ja. Boah.
Oh, nein, die nein, Wand, nein, die Wand, die Wand, die Wand. Nee, jetzt will ich nee, auch nicht mach mehr. Du. Nee, nein, nee, ich bin doch nicht bescheuert. Nee, die Wand, die Wand. Ey, der ganze Rücksetzpunkt-Scheiß. Oh, ich dachte. Warum denn du? Ich spiele uns ganz schnell wieder dahin. Kein Problem. Immer diese Dinger, weil ich immer nicht einschätzen kann, wann die runterkommen. Immer diese Dinger, weil ich jemanden einfach nicht einschätzen kann, wann die runterkommen. Okay, ist ein bisschen schwierig. Immer diese Dinger. Oh, oh, oh. Immer diese Dinger. Oh, oh, oh. Wie man ja sieht hier, wenn man auf die Bereichskarte guckt, hier geht's nur ins Pilzland A und Pilzland B. Vielleicht haben wir da noch nicht alles entdeckt. Aber, geh mal runter. Da rechts, rechts neben dem Portal. Rechts, hoch, 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 stopp. Ja, das ist ein Portal. Da geht's rechts noch weiter. Wo geht's denn da rechts noch weiter? Da geht's rechts noch weiter. Neben dem Portal, Alter. Welches Portal meinst du, das hier, was im Zentrum ist? Ja, rechts. Da ist ein Raum, aber der ist doch geschlossen. Nee, der ist doch offen. Nein, der ist geschlossen. Das ist einfach nur ein Raum. Das siehst du wahrscheinlich nicht in der Bildschirmauflösung, die du da gerade hast. Bist du sicher? Ja. Ich sehe da eine schwarze Linie, die ist mindestens 1,5 Pixel breit. Da ist nichts, da ist kein Durchgang. Okay, das sieht so aus, als ob es da weitergeht. Nee. Glaub mir. Ich würde gern ranzoomen, um es dir zu zeigen. Geht aber nicht. Da geht's nicht weiter. Also wir müssen bei dem Plan bleiben, auf zur Gletscherspitze und ganz nach unten. Also der Chat sagt, der ist offen. Wer der? Der Raum, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, aber da ist doch eine Wand! Nein. Das kann nicht sein, da ist. Was soll denn da sein? Alter, wie er diskutiert. Es ist direkt neben dem Portal. Geh doch einfach gucken. Okay. Ja, also nochmal, okay. Wie teleportiert uns da hin? Das hättest du einfach gucken können. Ja, aber da ist doch eine Wand. Da ist eine Wand, wie überall ist da eine Wand. Geh doch mal hin. Okay. Jetzt. Da ist eine Wand. Okay, da kannst du ja sagen, ich hab's euch allen gesagt. Welche Dullis auch immer, wenn da. Also, ich sag's dir. So, da ist die Gletscherspitze. Wollen wir die Gletscherspitze? Nein, hier. Nein, Analogstick. So. So, dann gucken wir uns doch mal genau an, wo da rechts die Wand offen ist. Ha? So, da ist jetzt rechts die Wand. Oh, zwei Bilder nach rechts. Ja, ja, genau, das habe ich jetzt vor. Aha. Ja. Ist ja schön, dass da offen ist. Kann ich neulich über Lava wandeln? Weiß ich nicht, kannst Chat, du? Kann ich? Dann probier's mal. Ich kann. Du Trottel, ey. Du Alter, die Wand Trottel. Ist zu! Alter Schwede. Wie hast du es so nur an die Unterwelt geschafft? Ich sehe doch hier einen Pixel auf dem Screen. Unfassbar. Ich seh's von zu Hause im Scheiß, aber ich bin das dabei. Die gleiche Wand wieder drüber! Ja! Wie ich's gerade hasse, dass ihr alle recht habt. Wie ich es gerade hasse. Ja. Kann ich verstehen. Wenn ich alleine nicht im Studio wäre, würde ich jetzt einfach gehen. Nein. Wir freuen uns ja, dass wir dir helfen. Ey, ich kotze gleich im Strahl, dass ihr recht habt. Aber ich muss. Sorry. Gucke jetzt. Da ist genau der gleiche Strich gewesen wie da rechts von mir. So ein Strich war da. Ist ja schön, dass Messenger-Experten wissen, dass es da weitergeht. Oder weil ihr die Map gegoogelt habt. Da war ich ein Strich, und da war gesehen, eine Wand. Ohne Messenger-Experte zu sein. Ach, du, der nicht einfach Blindfisch du ist, kannst gesehen. Doch erstmal mit Henriette da einmal um den Block reiten gleich. Mann, 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 ey. Lecco mio madre dio. Pff. So, egal, es geht weiter jetzt. Ab in die Unterwelt. Zu neuen Abenteuern. Gute Laune. Die Werbung erst in 13 Minuten. Bringt dem Mann ein Döner, sonst wird das hier noch unschön ausgehen. Ja. Trägst du nicht normalerweise eine Brille? Ja, manchmal. Jetzt komm ich mit der Brille an. Ja, doch, ich trage eine Brille, du hast recht. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gesehen. Alter, du hast gewusst. Erzähl mir doch nicht, dass du da gesehen hast, dass da nichts war.
Ja, dass da was war. Ich glaub dir keine Silbe. Diese Information hast du irgendwo gegoogelt oder aus dem Chat. Ich schwöre beim Augenlicht meiner Kinder, dass ich es gesehen habe. Überleg dir das. Du hast schon mal beim Augenlicht deiner Eltern geschworen. Ja, und sie alle sehen. Ja. Das ist der Beweis, dass es keine höhere Macht gibt, die dich straft. Das ist alles. Dass man sich mit dir aber auch immer streiten muss. Nee, muss man nicht. Man muss einfach nur mal akzeptieren, dass ich ab und zu auch mal recht habe. Hast du ja. Das ist, als ob ich jemals daran gezweifelt hätte. Jedes Mal, wenn ich was sage, wovon ich überzeugt bin, dann kommt von dir. Das glaube ich nicht. Oh Gott. Alter, ich lacke dich doch. Wieso gehst du denn nicht einfach auf die Plattform? Weil's nicht geht. So. Vergeck dich, Kackbär! Ich hab keinen Bock! Das sind genau die Szenen, auf die ich jetzt hier alleine keinen Bock habe. Deswegen ist das hier ein Knaller durchgenommen für zwei. Und nicht für irgendeine Metapräsenz aus dem Off. Oh, Fickbär! Nee, ich kann da nicht. Nein, Colin. Alter, der kann doch auch den einen. Ach, Mann. Komm, das musst du doch zugeben. Das war jetzt. Da waren sie jetzt. Da hätten die Entwickler aber auch diesen einen, du läufst rüber und machst so eine kleine Fallkurve. Die Entwickler. Wem soll ich denn sonst die Schuld geben? Ich sag's, wie es ist, Colin. Wir müssen das Ding jetzt irgendwann mal wuppen, weil die Luft ist raus. Sind wir ehrlich. Wir brauchen den Leuten auch nichts vormachen. Die schalten nur noch ein, weil wir dabei sind. Aber das Spiel, da ist doch die Luft raus. Ich habe jetzt mal geguckt, die Klickzahlen gehen in den Keller. Uns fällt auch nichts mehr ein. Wir quälen uns da langsam durch. Ich habe auch keine Lust mehr, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich will dieses Spiel jetzt beenden und mit dir zu neuen Abenteuern aufbrechen. Das hast du sehr schön gesagt. Es geht mir genauso. Das einzig Ärgerliche an diesem Plan ist, dass ich ihn leider faktisch ausführen muss. Und ich habe einfach das Gefühl, jetzt kommt irgendeine Scheiße. Meine Prophezeiung ist, und du weißt, die Prophezeiungen von mir in diesem Spiel haben mit 99%iger Treffsicherheit immer zugetroffen, ist, ich spiele jetzt 10 Minuten, sterbe zweimal, dann kommt irgendein Boss oder Zwischengegner, der so schwer ist, dass es mich in den Wahnsinn treibt und wir die Folge damit beenden, dass ich ihn immer noch nicht gelegt habe. Das ist das, was ich glaube, was jetzt passieren wird. Und du kannst mir nicht helfen. Schönen Dank übrigens schon mal im Voraus dafür. Du lachst nur und sagst nicht. Also gut, oder bist du gemutet? Ich war gemutet, nein, ich werde gerade von einem Zweijährigen angegriffen. Warte mal kurz. Leg schon mal los. Ich muss hier. Ja, kümmere dich klar. Wenn du meinst, dein Nachwuchs ist wichtiger als dein Streaming-Kollege, der hier gerade im Endgame gefangen ist. Bitteschön, deine Entscheidung. Ja. Nein, moralisch einwandfrei. Ich fahre den jetzt zur A3 und dann setze ich den da aus. Mir ist scheißegal. Also, ich komme gleich. Sekunde, es tut mir leid. Ja, es ist halt Office-Wahn. Ich spüre, dass es dir leid tut. Nein, aber die Karte darf jeder ziehen. Das ist selbstverständlich. Auch wenn die Kinder gerade mit Mutter draußen im Park sind. Wenn man eine Hommage macht, dann auch eine Hommage vor allem. Eine Hommage macht dann auch richtig. Oh, Hommage klingt gerade wie ein unglaublich leckeres Mittagessen. Ja, ne, ich habe auch gerade richtig Hunger auf Hommage. Auf eine Hommage. Oder auch ein Hommage à trois. Mit Bernays dazu. Also das Essen, das andere danach dann ohne. Dann nehme ich dann Hollandaise. Ich spreche dich noch mal einmal an. Hey, Kumpel, mit. Nein! Nein! Nein, was hast du gemacht? Ich hab dann erst in Ja gedrückt. Ich dachte, unten wäre Nein und ich habe da unten gedrückt und bevor ich gelesen habe, geklickt. Das ist wie bei Sonderangeboten im Internet. Oh, nee! Nee, kannst komm! Kannst du es abbrechen? Da war doch bestimmt ein Speicherpunkt, oder? Ey, komm. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt ein unverzeihlicher Fehler war. War da ein Speicherpunkt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er automatisch gespeichert. Ja, der hat automatisch gespeichert. Nein! Wieso? Hä? Gott, was machst du denn? So. Ja. Und niemand weiß das Passwort, stimmt's? Nein, Quatsch. Wieso wird das denn jetzt? Eddie, erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du das jetzt eigentlich hingekriegt? Nee, ich erzähl nichts. Okay. Ich erzähl gar nichts! So, ich bin ja auch ein alter PC-Profi. Siehst du, sowas passiert Pete's Meat nicht. Muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Das ist korrekt. So. Ey, bitte lasst jetzt nicht automatisch bei mir. Mich würde mal interessieren, liebe Regie, könnt ihr eigentlich. Es ist ja jetzt hier sehr viereckig.
Könnt ihr diese Ecken, kann man die, das geht nicht, ne? Das Pip ist immer viereckig. Kann man das so rund machen? Was jetzt? Ach, guck mal, Eiform. Ja, so. Das gibt's doch nicht. Ey, leck das mich doch toll, an der ja. Sacknaht. Ja, das ist meine Kopfform. Perfekt. Wieso ja. hast du? So, das finde ich viel schöner. Ja, das ist oh. Hat er abgespeichert? Na ja. Oh, das gibt's doch nicht. Einmal zu gierig geklickt und schon ist das alter fucking Abo abgeschlossen. Schwede. Ey, alter Schwede. Was ist denn, wenn du stirbst? Ey, pass mal auf. So mal, jetzt pass auf hier. Zack. Alles gut. Ja, eben. Einfach da raus. Meine, ich hab schon gerade gedacht, ich muss ausrasten. Ach, die Stelle hier. Ach komm, wie war das nochmal? Ja, halt hochhüpfen, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott. Nee, ich wollte was ausprobieren. Ach, das tut richtig weh, dass man nicht eingreifen kann. Jetzt ja. weiß ich, wie der Chat sich immer fühlt. Mhm. Es ist Alter! Richtig. Entschuldigung, ja. Es ist zwar unterhaltsam, aber es ist auch schmerzhaft. Ja. Aber glaubt mir alle mal, ja? Derjenige, der am meisten zu leiden hat, das bin ja immer noch ich. Okay? Ja, ich weiß nicht. Nee, warte mal, da komme ich ja. Alter, meine Fresse, ey. Wir haben diese Stelle auch schon 200 Mal gemacht, ne? Das ist nicht dein Ernst, dass du da jetzt nicht hochkommst. Sag mal, Colin, was ist denn da los? Hast du gesoffen oder was? Das fragst du jedes Mal. Ja, es ist ja auch offensichtlich. Ach, wäre so schön. Alter, ich komm da nicht hin! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir nicht Werbung machen? Jetzt bin ich ja aus Versehen da wieder reingegangen. Sag mal, ich kann doch, wenn ich. Sag mal. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, okay? Colin, würdest du jetzt bitte an diesen Haken springen und dann nach oben an die Lampe? Ja, aber. An den Haken? Sprung nach oben! Ich kam ja nicht nach oben. An den Haken, Sprung nach oben. Nein, ach, sag mal. Das klappt ja gerade nicht. Ach so, an die Wand da rechts natürlich. Ja, ja. Die sieht aber, ja, wahrscheinlich an die, ja, logischerweise an die Wand. Aber die sieht so aus, ob ich da nicht kraxeln kann. Aber das ist das Einzige, was ich kann, weil ich kann nämlich nicht über die Haken hochspringen. Das habe ich nämlich gerade probiert, weißt du? So, und jetzt an die Wand da. Ja. Meine okay. Fresse. Also nochmal fürs Protokoll. Am Haken kann ich nicht springen hoch oder so. Ich kann mich nur an den Haken schleudern. Kannst du am Haken noch Syntax richtig machen? Syntax Error, sorry. Rechtschreib. Das war gerade niederklassig, aber ich war kurz verwirrt. Ja. Zu gierig. Alter, muss aber richtig timen. So, pass auf. Einen noch. Gut. So, jetzt haben wir auch immer noch ein Leben. Ist doch toll. So macht's Spaß. Naja, aber das ist jetzt auch wirklich deine Schuld. Im Gegensatz zu allen anderen Passagen, die ich hier spiele. Nein, ist es das gibt meine einfach Schuld? Passagen, die sind einfach gemein. Da würde ich dann auch sagen, die sind gemein. Aber in dem Fall muss ich einfach den Fehler bei dir suchen, Colin. Es tut mir leid. Ich muss ehrlich sein. Das erwarten jetzt, die bitte, Zuschauer bitte, auch. Bitte, 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 bitte. Okay. Du ach, das habe ich nicht auf Mann! Das habe ich nicht, ja! Ich habe mich so darüber gefreut, dass ich mit dem letzten Fitzelchen Leben hier Barty Crouch noch weggeballert habe. Boah, Fickbärchen und seine Leckmuschel. Arschgeweih, du. Ach Gott, oh Fickbär. So, jetzt ruhe ich mich nicht mehr auf. Ey, das ist doch Scheißbär. So ein Kotbatzen. Ja, dann mach. Ah, oh, guck mal, jetzt ist er da unten. Ich komm nicht rechtzeitig runter. Jetzt ist er wieder oben. Der alte Kack.
gucken. Scheiß doch auf die einen. Ja, genau, weil ich ja so viel Energie habe und mir sowas erlauben kann. Rüber, runter. Da, ja, bleib doch da. Ja, ich kann schon mal gucken. Rüber, rüber, ja. Duck, da. Ja. Ducken. Zack. Rauf und ducken, 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 ducken. Ja, schaff. Easy. So. Okay, ja, gut, dann, das war natürlich schon wieder richtig geil. Alter, kannst du denn nicht mal in deinem Kackmodus wenigstens. Meinst du mit Stachelwand die Stacheln, die da in der Mitte hoch und runter fahren? Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock auf diese Stelle, ey. Ich krieg jetzt so ein. Ich kann aber, ganz ehrlich, ich fühle richtig, wie leicht diese Stelle ist. Ich kann das. Ich fühle mein Gott, das wenn ich dir noch mal ein bisschen was von meinem Hass rüberschicken könnte. Das wäre so schön. Das geht aber nicht. So, und jetzt zack, ja, und zack, und zack. Mano! Ja, da meinte ich jetzt hier und dann. Ja, du benutzt ich ja auch komm den doch Haken nicht mehr nicht. Da hoch, wenn ich einmal und. Kackbär! Wieso benutzt du denn den Haken nicht? Also man kann ja ganz deutlich sehen, dass der Haken bei dir immer kommt, wenn du unten unter der Lampe bist, was dafür spricht, dass du die Hakentaste zu spät drückst. Ja, 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 da ja, Lego Phantom! Ja! Ja, das ist schon. Oh je, oh je, oh je. Du hast nur noch eine Energie übrigens, ein Treffer. Dann darfst du das Ganze nochmal machen. Hat aber kein gesehen. Druck, kein Druck. Oh Gott, war das erbärmlich. Ich bin schon so. Man schämt. Gut, das ist mein Sohn. Bis dahin gibt es das Internet nicht mehr, bis der alt genug ist, das zu verstehen. Ja, ficke, ich sterbe. Komm. Ficke, ich sterbe. Ja, das Schöne ist, es läuft tatsächlich im Chat gerade. Also ich gucke mir, wenn ich mir das Video fertig angucke hier im Live-Chat, da läuft es flüssiger als bei mir auf dem Rechner. Das gefällt mir gerade. Mann! Du Bumssoldat! Du bist der kleine Bumssoldat mit Bajonett, nur leicht behaart. Ziehst du doch in die Küchenschlacht und hast uns deine Wurst gebracht. Der Bumssoldat aus Zackenheim, der möchte nicht gern alleine sein. Drum schnitzt er sich, ihr glaubt es kaum, aus Wurst eine Mumutraum. Okay, vergesst es. Ey, ohne Safe-Punkt, wenn jetzt noch eine Phase kommt, kotze ich, Colin. Nee, jetzt ist Bossgegner gegen Bossgegner. Welches ist A? Drück A. Ich weiß nicht, welcher A ist hier. Ja, das ist da rechts. Nicht B. Sehr gut. Oh ja, das ist jetzt. Oh, Ja. Ah, oh, was schön. Der heißt halt bei mir B. Ja, ich weiß gar nicht. Das Spiel arbeitet mit allen Tricks. Ich glaube, ich habe es geschafft. Sehr gut. Da, so, danke fürs Spielen. Das bin ich mal gespannt. Meinst du, jetzt kommt das obligatorische Sternbild vom Messenger oder so? So wie bei Moonstone damals? Ach, also irgendwas kommt noch, weil die Macher von dem Spiel sich einfach nicht trennen können. Ja. Oh, wir sind im Shop. Ach, guck mal. Und dann zersprang die Maske in 1000 Stücke und die Menschheit war endlich frei vom Dämonenfluch. Ende. Wow, das war mal eine lange Geschichte. Das hätte ich auch genommen. Du hast mich danach gefragt. Ah. Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Ne, ich weiß nicht. Ich kann mir im Moment keine Upgrades leisten. Hast du denn noch eine Geschichte für mich? Klar, hier ist eine Geschichte für dich. Ach, das ist doch ganz nett. Das war noch nett. Sehr charmant. Oh. Ja, die können sich einfach nicht trennen von dem Spiel, ne?
Gut, Eddie. Alles klar, Colin. Haut rein, ihr Moment, haut auch rein. Das war's mit Knallert durchgenommen. The Messenger. Vielleicht kommt noch eine kleine Zugabe nächste Woche. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Der Sendeplatz, der gehört uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nano, nano. Tschüss.